lange Spannung auf, bis ich gar nicht mehr daran denke. Ist klar. Ah! What? Blödes Blach, ey. Oh. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich nicht gesagt, die machen das so lange, bis man nicht mehr unbedingt damit rechnet? Und ich sollte ja leider recht behalten. Was waren das für kranke Köpfe? Das unser Scheißblach hier. Verarscht uns. Unser Scheißblach verarscht uns. Nach Strich und nach Faden. Aber ich frage mich wirklich, wieso? Wieso ist das Haus so? Da, schon wieder eine Puppe. Und noch eine Puppe. Ey, nicht, dass sie... Die können doch nicht nach so einem Schreckmoment schon wieder irgendwas mit Puppen. Das ist doch... Das ist so... Ah! My God! Nein! Ah! What the... Ey, hör doch... Was hat denn da so rote Augen? Ich will gar nicht da hinlaufen. Da dreht man... Also das mit der Puppe wollte ich gerade noch gesagt haben. Und dann so eine Scheiße! Na toll, ich sehe ja eh nichts. Was ist jetzt los? Ja, nee, ist klar. Egal, ich guck mal. Ja, nee, ist klar. Was soll der Scheiß denn? Boah, wie? Boah, die Gott! Lass mich in Ruhe! Was ist das denn für eine... Haut ab, ey! Hup! Ey, das darf doch nicht wahr sein. Oh Gott! Ey, ihr... Ja, klar, und die Tür ist wieder weg, ey. Das ist doch nicht wahr. Nein, und da hinten ist wieder Licht, ne? Da steht doch jemand. Alter Krawalter, ey. Hauen Sie das schlimmste Element rein, was es eigentlich so gibt. Puppen. Ich will Licht anmachen. Ach, komm schon. Hä? Was? Was? Hä? Kann ich die nicht aufmachen? Ich kann die nicht aufmachen. Die geht auf. Kann ich nicht... doch vielleicht hier oben? Hier kann ich das Licht nicht anmachen. Ey, da ist doch irgendeine verfickte Scheiße. So, und jetzt drehe ich mich wieder um und jetzt wieder. War ja klar. Die arbeiten immer mit ähnlichen Mitteln, aber es funktioniert. Es funktioniert. Mann. Es funktioniert wirklich. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja, komm. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ja, toll. Tür weg, kaputt. Ich leg mich doch an. Er legt mich am Tropf, ey. Nein, ich laufe jetzt einfach weiter. Ganz am Anfang stand ja, ignoriere sie. Ja.
sicher. Ja, komm, ich gucke jetzt einmal. Nein, 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 nein. Wir laufen schön weit. Das sieht sehr vertrauenswürdig aus. Ah, der ging ja noch, der ging ja noch, der ging ja noch, der ging ja noch. Da hinten ist Roh. Das ist doch die weinende Frau, ne? Boah, so scheiß enge Gassen hasse ich. Woo! Woo! Ach. Ha. Ach, wie lustig. Und ich kann jetzt... was? Und ich kann nur so wieder zurücklaufen, ne? Okay, das habe ich ja gecheckt. Ellie, ich krieg schon ganz trockenen Mund, ey. Ja, war klar. Komm. Komm, mach so eine Pisse. Hier. Ich will hier raus. Hilfe. Hilfe. Ach, Mensch. Ein Kinderbettchen. Da kommen wir doch bestimmt noch hin, oder? Boah, die. Ah! Ich hab gedacht, der greift mich an. Was ist das denn für eine kranke... Ja, genau, eine Babypuppe mit Feuern aus den Händen. Das ist doch so pervers. Lauf wieder zurück. Lauf wieder zurück. Komm, lauf doch. Mach was. Ey. Was? Was? Was denn jetzt? Bin ich jetzt tot oder was? Wo bin ich? Ist das ein Grafikfehler? Nein, ne? Wir sind umge... Oh. Mein Gott, ey. Ach so, das ist hier wieder dieser Puppenraum. Und jetzt können wir erst weitergehen. Genau, ich gehe am besten in den Puppenraum, wo... Und die sehen, also so sehen sie ja okay aus, aber wir haben auch so ein Restaurant hier um die Ecke bei mir. Da gibt es auch so einen Puppenraum. Furchtbar. Ehrlich. Da mag man am liebsten gar nicht essen. Ehrlich, da sind dann überall so Puppen, die einen ganze Zeit anstarren, als ob man, weiß ich nicht. Ganz... In dem Raum war... Ich glaube ich noch nicht, aber ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch so krank hier alles. Ist das unsere Tochter? Bin ja schon draußen. Ehrlich, auch wenn man das Spiel schnell, ein bisschen schneller läuft. Na, ich mach doch nicht auf, ich bin doch nicht bekloppt. Oder bin ich doch bekloppt? Ja, gib auf. Wie? Ich will's aber wissen. Ah, die Tür geht nicht auf. Worüber bin ich denn gelaufen? Ach so, über so einen Ständer. Ey, der Falter, Falter, alter Falter. Es sind zwar... Jetzt sind es ein bisschen mehr die gleichen Effekte, aber die wirken, ne? Die wirken so dermaßen... Ihr könnt euch das gar nicht richtig vorstellen, wenn man das selber spielt, ne? Das ist so fies und brutal. Diese Fenster, wo jedes Mal irgendeiner stehen könnte, der einen das die Haut vom Leib reißen will. Eine weiße Tür? Nö, wir gehen erstmal da lang. Okay, dann... Ich will doch nur zu dem Gemälde. Mehr will ich doch gar nicht. Okay, das ist das Kinderzimmer, lalala. Das Kinderzimmer.
Das sieht aber schön aus. Das gefällt mir. Vor allem, wenn das Kind dann da drin ist, wird es voll geblendet. Das sieht ja schon fast gemütlich aus, wobei ich das kaum glaube. Beat this. Was steht da? Anna? Anna. Vielleicht heißt sie unsere Tochter. Anna beat this death for... Ach, guck mal. Eine Aufziehding für das Ding in der Mitte auf jeden Fall. Ich will das gar nicht aufdrehen, weil das hier so schön eigentlich aussieht. Also im Vergleich zu dem Rest, also im Vergleich zum Rest des Spiels ist das hier sehr gemütlich. Hier möchte ich gerne länger bleiben, aber nö, ne? Oh. Na, war ja klar, war ja klar. Ja, natürlich, wir fahren einmal eine Runde, bitte. Alles einsteigen, alles einsteigen. Es passiert gleich irgendeine Scheiße. Man erschreckt sich schon davor. Mama und Papa und so. Mama ist im Rollstuhl, Papa hat einen an der Klatsche. Papa hat Mama getötet. Still, kleine Schätzchen, die Nacht ist kahl. Was ist denn das schon wieder? Hier. Sterne erlöschen, es dunkelt auf einmal. Mama kam des Abends und deckte dich zu. Nun ist sie nirgends, nicht finden kannst sie du. Der hat sie echt umgebracht, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Ich kann jetzt nicht den Kaffee trinken, um Gottes Willen. Okay, das Bild sah vorher schöner aus. Der hat wahrscheinlich die... Der hat wahrscheinlich... Also wir haben unsere Frau umgebracht. Weil sie uns wahrscheinlich so auf den Sack ging, ne? Wir wollten das Gemälde fertigstellen, hatten so einen starken Druck und haben sie dann umgebracht. Haben wir von ihr die Haut abgezogen und die Knochen mit der Handsäge durchgesägt? Ich weiß es nicht. Aber wenn ich ehrlich sein soll... Ja. Wieso passiert da nichts? Hm. Ich guck noch mal drin, ob da nicht vielleicht doch etwas Neues jetzt drin ist. Ja, ich glaube das Bild... Aber kann auch sein, dass ich das Bild gerade nicht gesehen habe. Möwen. Und der schwarze Mann. Ich habe so das Gefühl, dass wir der schwarze Mann sein könnten. Nee, sind nur ein paar Stifte. Es wird immer fieser, finde ich, zum nächsten Gemäldeabschnitt zu kommen. Aber jetzt will ich doch langsam wissen, wieso, weshalb und warum und so. Ja, nee, ist... Abgeschlossene Türen finde ich immer ganz mies. Abgeschlossene Türen. Furchtbar. Hm.
Ah. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ja, wir haben wieder so ein Special-Ding. Das heißt also, wir kommen dem Gemälde immer näher. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Boah! Was für eine Pisse ist denn das? Aber ganz ehrlich, dieser Schreckmoment, ich war jetzt irgendwie, ich weiß nicht, den fand ich jetzt nicht ganz so schlimm, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht warum. Eine aufgespießte Puppe. Da, 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 da. Mit einem Nasenring. Jawohl, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und sind verschwunden. Da, ja, genau. Da sind keine abgebrochenen Pinsel. So. So, wieder gucken, ob hier was Neues drin ist. Nein. 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 Okay, dann wollen wir mal unser Meisterwerk vollenden. Und dann sage ich einfach mal, bis zur nächsten Aufnahme. Oh, ciao.